Zukunft der europäischen Regulierung und Aufsicht, so hat man es uns über dieses Panel jetzt geschrieben. Das ist natürlich ein sehr weites Feld, über das wir sprechen können. Und ganz generell, glaube ich, ist die Bewertung europäischer Vorgaben nicht immer mehr so ganz einfach. Wir haben es eben schon bei den Ausführungen von Herrn Seysens gemerkt und auch bei den Fragen, die da kommen. Denn natürlich hat der normale Bürger das Gefühl, alles wird immer nur komplizierter. Die EU mischt sich immer mehr nur ein. Es entsteht so ein gewisser Widerstand gegen die Dinge. Und man weiß auch nicht immer so ganz genau, welche Ziele da jetzt verfolgt werden. Aber ich hoffe, wir können ein ganz bisschen aufklären, denn wir haben, ich habe hier oben tatkräftige und gute Unterstützung. Ich darf anfangen mit Tina Orlopp, Vorstandsmitglied der Commerzbank AG und damit sozusagen der einzig echte Praktiker jetzt sozusagen in diesem Panel hier, Praktikerin, denn mit Herrn Hoffmann haben wir einen ehemaligen Bundesbanker, der diese Veranstaltung noch von früher her kennt, jetzt Vorstandsmitglied des BVR und damit sozusagen heute noch gar nicht so richtig zu Wort gekommen, weil wir haben ja fast immer nur über die 5% der großen Institute gesprochen und nicht über die kleinen. Von daher gut, dass Sie hier sind, lieber Herr Hoffmann. Ich habe einen Wissenschaftler, einen ordentlichen Professor der Goethe-Universität mit Herrn Tobias Tröger ganz außen sitzen, der das Ganze ein bisschen wissenschaftlich analysieren wird und natürlich schon mehrfach jetzt angesprochen Peter Simon und Michael Markus Ferber als noch Mitglieder des alten Europäischen Parlamentes, einen streitkräftigen Bayern, ein CSU-Mitglied, ein streitkräftiges SPD-Mitglied, beide viel erreicht in der vergangenen Legislaturperiode. Von daher freue ich mich, dass das jetzt eine spannende Diskussion wird. Herr Dröger, ich darf vielleicht mit Ihnen mal anfangen. Einfach mal, Herr Seysens hat es eben schon getan. Er hat gesagt, das ist eine Flut, die über uns hinweggerollt ist, aber die hatte auch viel Gutes. Würden Sie das so teilen? Denn es gibt vom SAFE, also von der Goethe-Universität, von Ihren Kollegen, da waren Sie, glaube ich, nicht dran beteiligt, ein ganz spannendes Paper, was vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, was etwas kritischer das Ganze sieht. Er sagt, es ist nicht alles gut, was da aus Brüssel beziehungsweise von der Regulierung gekommen ist. Also wie sind diese Maßnahmen nach der Finanzkrise bis heute zu bewerten? Ja, ich glaube, die wissenschaftlichen Positionen, die in solchen Fragen bezogen werden, sind ja immer genau die, die man auf solchen Panels nicht so gerne hat, weil die dann immer sehr differenziert sind und dann sagt man, ja, vielleicht. Solange Sie sich kurz fassen, ist das alles in Ordnung. Genau, und im Kern ist es schlicht und ergreifend so, dass wenn Sie eine Makroanalyse anstellen wollen und sagen, ja, sind wir denn jetzt besser aufgestellt oder nicht, dann werden Sie es sehr schwer tun, da eine belastbare Aussage zu treffen. Was Sie aber machen können, sind Partialanalysen, dass Sie bei einzelnen Gesichtspunkten eben sagen können, naja, da hat sich was verbessert. Das wäre zum Beispiel eben bei den Eigenkapitalquoten, das können Sie im Prinzip belegen, dass hier durchaus gewisse Verbesserungen sind. Allerdings, wenn Sie es wiederum genauer anschauen, dann sehen Sie, dass das möglicherweise auch trotzdem nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das wirklich vorgestellt hat, weil eben eine Eigenkapitalquote ja aus zwei Elementen besteht und dann eben unter anderem auch bestimmte Veränderungen auf der Aktivseite die Quote schlicht und ergreifend beeinflussen, die aber vielleicht volkswirtschaftlich gar nicht so wünschenswert sind, wie eben zum Beispiel, dass Sie Umschichten aus der risikobehafteten Kreditvergabe in Staatsanleihen, die, wie wir jetzt eben gerade ja aus der Nachfrage gehört haben, kein Risikogewicht haben etc. Zweite Geschichte, die eben ganz wesentlich ist in diesem Kontext, ist, dass wir zum Beispiel in dieser Studie eine große Skepsis gegenüber der Funktionsfähigkeit der Abwicklungsmechanismen zum Beispiel äußern und sagen, hier ist zumindest das Ziel, Marktdisziplin herzustellen über risikoadäquate Bepreisung von entsprechenden Kapitalia der Banken noch nicht hundertprozentig verwirklicht, auch wenn wir trotzdem auch wiederum sehen, der Effekt ist da. Also das heißt, es ist natürlich schon so, dass die Preise für bestimmte Positionen nach oben gehen, aber ob das jetzt etwas ist, was tatsächlich die Risiken, die in den Bankbilanzen vorhanden sind, reflektiert, ist unklar zu sagen. Also der Kern ist, glaube ich, der, dass Sie für Einzelmaßnahmen positive Effekte sehen können, dass man sich damit aber nicht zurücklehnen sollte, sondern eben durchaus auch noch den Verbesserungsbedarf erkennen muss, der besteht. Und das ist, glaube ich, der Kern der Studie. Herr Simon, angesprochene Wechselwirkungen von Maßnahmen. Jeder Einzelne für sich hat irgendeinen Zweck, ist irgendwie berechtigt. Wir reden immer wieder über Überprüfungsprozesse. Bislang spürt man davon noch relativ wenig, weil diese Wechselwirkungen sind noch nicht wirklich aufgehoben. Es gibt Reviews, man prüft gerade, wie wirkt es zusammen. Was kann man besser machen aus Ihrer Sicht? Oder was könnte man noch tun, um hier für mehr Klarheit zu sorgen in der Regulierung? Gut, also zunächst mal
schauen, wie Dinge, die man jetzt auf die Spur gesetzt hat, sich letztendlich in der Praxis auswirken. Und ich glaube, wenn wir hier uns umschauen im Publikum, werden wir ganz wenige finden, die sagen, was wir jetzt zentral brauchen, ist noch viel mehr neue Regulierung. Das Gegenteil wird der Fall sein. Wir können ja mal gucken, und ich glaube, wenn wir in die Feinjustierung gehen, ist das das eine. Und das andere ist, um überhaupt irgendwelche weiteren Schritte zu gehen, die großen Grundlagen zu schaffen, die die Diskussionsprozesse befördern. Und wenn ich hier höre im Beitrag des Vorredners, dass wir uns gerade bei zum Beispiel Vollendung der Bankenunion hier dann fokussieren sollten auf Risikominderung in manchen Bereichen, dann denke ich mir, da haben wir riesengroße Baustellen vor uns. Nehmen Sie beispielsweise die Frage einheitliches Insolvenzrechts in Europa oder einer weitgehenden Vereinheitlichung als Grundlage. Da sind wir Lichtjahre davon entfernt. Insofern sollten wir nicht über den scheinbar naheliegenden Schritt weiterer Regulierung, wie Sie ihn jetzt auch ansprechen, reden zum jetzigen Zeitpunkt, sondern man sollte erst bei den Dingen, die noch offen sind, sich mal mit den großen Grundlagen beschäftigen und dann die Frage überhaupt aufzuwerfen, ob wir denn da so weit kommen können, dass eine irgend geartete Weiterentwicklung sinnvoll und wünschenswert ist. Aber ist das nicht ein ähnlich schwieriges... Völlig bei Ihnen, der Applaus zu Recht. Ist das nicht ein ähnliches schwieriges Thema wie das Thema Risikounterlegung von Staatsanleihen? Also ist das Brett, was man bohren muss, nicht unfassbar dick? Es ist unfassbar dick. Ich meine, Grund ist nicht anzufangen. Es kommt darauf an, mit welchem Ziel. Wenn Sie Dinge ergebnisoffen diskutieren, dann ist alles in Ordnung. Wenn Sie Dinge ergebnisoffen diskutieren, dann können Sie vielleicht zum Beispiel am Ende des Tages zum Ergebnis kommen, dass es keinen Sinn ergibt, eine neue gesetzliche Regelung zu machen. Aber bei aller Wertschätzung für den Kollegen, und wir arbeiten schon einige Jahre zusammen, wenn das Ziel feststeht, wir brauchen eine gemeinsame europäische Einlagensicherung und dann schauen wir uns, wie wir da irgendwie hinkommen, dann ist es das Gegenteil eines Ansatzes, ist, wie ich ihn für richtig erachte. Ja. Der Ansatz für mich ist, wir schauen erstmal, ob wir bei irgendwelchen anderen gearteten Dingen überhaupt vorankommen und dann schauen wir, welche Auswirkungen das auf bestehende Systeme hat. Und wenn wir uns jetzt unser Land anschauen, was so viel Einlagen hat, wie die ersten 15 Länder Europas addiert und davon 2/3 in Systemen der Institutssicherung, dann müssen wir bei allen Überlegungen, die wir anstellen, zunächst mal die Frage aufwerfen, ist alles, was man gesetzgeberisch hier zum Beispiel auf den Weg bringen könnte, geeignet, hier auch nur einen Hauch an Stabilität weniger als das, was wir heute haben, zu bringen? Und dann ist jeder weitere Schritt abzulehnen, wenn das der Fall ist. Allein, weil von der Dimensionen, über die wir hier reden, jegliche Schaffung irgendwelcher anderen Stabilität in anderen Ländern von den Risiken, die eine Schwächung in kleinstem Umfang bei uns bedeutet, in einer Relation steht. Also insofern erst schauen, was können wir tun, wie weit kommen wir, dann die Frage stellen, gibt es Sinn und Sinn ergibt es nur, wenn am Ende des Tages Gesamteuropa und die Gesamteurozone stabiler sind, ansonsten nicht. Ganz kurz, Herrn Ferber, direkt dazu. Warum ist es so schwierig, so Impact Assessments in größerem Stil durchzuführen? Sind es wieder die Widerstände? Ja, wenn ich das höre, sagt, guckt vorher, liebe Leute, was für Auswirkungen es hat und überlegt euch dann, was wir für Rechte brauchen oder was für Regelungen brauchen. Warum ist es so schwierig, so etwas durchzuführen? Hey, sollen wir gleich mal ins Innenleben von Brüssel gehen? Ja, genau. Ist ja nicht so, dass es Seissens morgen sich mit ein paar Kollegen trifft und überlegt, wie können wir heute die Banken wieder ärgern und die nationalen Aufsichten und wen auch immer, sondern es prallen ja viele Interessen aufeinander. Genau. Es kommen Mitgliedstaaten, die sagen, ich habe da ein Problem, ich weiß, ich muss das lösen, könnte das nicht gleich Europa einheitlich lösen. Wir kommen eher aus dem Land, wo sagen, wir haben schon längst gelöst, lass es doch einfach so, wie es ist. Und da dazwischen müssen sie eine Lösung finden. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Interessen, die von der Wirtschaft an uns herangetragen werden, sage ich ohne Kritik, es ist so. Und wir haben dann die ehrenvolle Aufgabe, es allen gleich, wie hat Otto von Habsburg mir mal gesagt, eine gute Regel in Europa behandelt alle gleich schlecht oder ungleich gut.
Aber Sie haben sich den Job ja ausgesucht. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen schwierig, weil das nicht immer so hundertprozentig passt. Natürlich, wenn Sie nur das am Thema Einlagensicherung durchdeklinieren, werden eine ganze Latte von Mitgliedstaaten, die hatten ein großes Interesse, ihre Bankbilanzen dadurch aufzuhübschen, dass sie über eine vergemeinschaftete Einlagensicherung deutlich schöner sind, als sie sind. Und es hätte natürlich dazu geführt, dass andere Systeme, da können jetzt leider wir dazu, etwas hässlicher geworden wären, als wir eigentlich sind. So, und dann gibt es da einen Zielkonflikt. Und ich denke, da einen gerechten Ausgleich zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Und gerade das Thema Einlagensicherung zeigt ja auch, dass es nicht gelingen kann, wenn bei aller Liebe zu Kommissionsvorschlägen der falsche Vorschlag auf dem Tisch liegt. Und Entschuldigung, wenn der Vorschlag der Vollvergemeinschaftung auf dem Tisch liegt, da helfen mir die ganzen Zeitpläne nichts, dann ist es der falsche Vorschlag gewesen, weil er genau das nicht adressiert. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn am Ende Rat und Parlament das Ding einfach nicht anrühren. Und dann nutzen wir auch politische Willenserklärung der Staats- und Regierungschefs nichts, weil die haben nur gesagt, die Fachminister sollen halt weiterarbeiten. Die haben nie gesagt, das wird jetzt so und so gemacht. Bloß um das mal zu interpretieren. Und deswegen muss die Kommission sich am Ende schon den Vorwurf gefallen lassen, wenn sie was Falsches auf den Tisch legt, dann darf sie sich auch nicht drüber beschweren, wenn die beiden Arme der Gesetzgebung, Mitgliedstaaten und Europäisches Parlament, das Ding nicht mal mit der Kneifzange anrühren. Herr Hoffmann, Sie hatten direkt dazu zu Herrn Simon, glaube ich, was sagen wollen. Weil dieses Thema der Vergemeinschaftung ist natürlich für uns ein Reizthema, und ich stimme Herrn Simon und allen, die jetzt hier gesprochen haben, natürlich voll zu. Wir haben in der Eurozone eine extreme Spreizung von Bankgrößen unter anderem. Einige der kleinsten Banken in unserem Sektor haben vielleicht eine Bilanzsumme von 30 Millionen. Andere wie BNP Paribas haben 2 Billionen. 2 Billionen. Das ist ein Faktor von mehreren Millionen, die dazwischen liegen. Dass diese kleinen Banken natürlich einen Auslandsbezug haben. Die kleinen Banken sind in diesem Land in institutssichernden Systemen organisiert. Ja. Und um das zu unterstützen, was Herr Ferber sagte, im Zuge der Finanzkrise sind natürlich mehr und mehr große Banken geschaffen worden. Viel mehr Banken als vorher, die man traditionellerweise als too big to fail ansehen müsste. Und ich glaube, dass die Versuchung und vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht nach europäischen Lösungen deshalb auch größer ist, weil man sagt, wenn ich jetzt eine Bank habe, die größer ist als das eigene Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt. Und das jüngste Beispiel ist vielleicht Finnland, wo Nordea seinen Sitz von Schweden nach Finnland verlegt hat. Nordea hat eine Bilanzsumme ungefähr von 550 Milliarden, also ein bisschen größer als die DZ Bank im Konzern, aber im Verhältnis zum BIP ungefähr 237%. Ja, solche Bankgrößen, glaube ich, machen den Regierungen Angst. Und deshalb ist, glaube ich, schon das zugrunde liegende Interesse, so wie Herr Ferber das gerade gesagt hat, dass je größer die Banken im Verhältnis zur Realwirtschaft, auch die einzelnen Banken, desto weniger ist man auch vielleicht unausgesprochen der Meinung, dass man gegebenenfalls Probleme alleine noch lösen kann. Und desto mehr neigt man dann natürlich zu solchen Vergemeinschaftungsüberlegungen. Und mich beunruhigt ein bisschen der Schwenk in der Diskussion. Wir haben also eine Diskussion weg von den Voraussetzungen. Früher hieß es, ja, wir müssen Risikoreduzierungsmaßnahmen haben, NPL runter, Insolvenzrecht harmonisieren, das Vollstreckungsrecht muss besser werden. In Griechenland werden überhaupt keine Hypotheken verkauft oder keine Grundstücke verkauft, weil es nicht durchsetzbar ist. Wir brauchen, die Staatsanleihen, ja, was auch schon angesprochen wurde von Herrn Schulz hier. Ein Punkt, den ich natürlich vollkommen teile. Die Kommission lässt diesen Punkt ganz aus und sagt, die Staatsanleihen gehören nicht zum Risikoreduzierungspaket. Die Diskussion wendet sich aber jetzt um in eine Zielbilddiskussion. Wie sieht denn ein perfekt integrierter europäischer Bankenmarkt aus? Und Herr Theissens hat ja gerade gesagt, ein solcher Markt hätte dann eine große Schockabsorptionsfähigkeit.
Ja, natürlich, wenn ich alles zusammenlege, ja, wenn wir hier in diesem Raum alle unser Taschengeld zusammenlegen, haben wir eine größere Schockabsorptionsfähigkeit. Aber ich glaube, wir vergessen dabei den Startpunkt. Und der Startpunkt war nun mal, dass wir erstmal auch schauen müssen, passen diese einzelnen Risiken zusammen. Mhm. Frau Orlopp, wenn ich das ein Stück weiterspinnen darf, haben diese ganzen multiplen Anforderungen, diese Wechselwirkungen in Regulatorik, alles, was als Flut, Herr Zeisens, über die Banken eingeprasselt ist, hat das nicht auch direkte Auswirkungen auf Ihre strategischen Entscheidungen? Also Sie müssen sich ja natürlich auch nach den regulatorischen Anforderungen richten. Sie wollen nicht mehr anecken. Das heißt, Herr Hoffmann hat eben gesagt, die Regulierung hat ihre Wirkung verfehlt. Banken werden immer größer. Also wie sehr beeinflusst das Strategie von Banken an den Stellen? Ja gut, erstmal ist natürlich festzuhalten, dass wenn man einfach mal 5 Jahre zurückgeht und heute und sich anschaut, was die Kosten für Regulierung sind, dann haben wir natürlich einen brutalen Anstieg zu beobachten. Und das gilt sowohl für die laufenden Kosten als auch für die Investitionen in IT und Sicherungssysteme, Geldwäsche-Monitoring und so weiter. Und davon sind viele, viele Sachen absolut richtig und ich glaube völlig unbestritten. Was wir uns natürlich aber wünschen, sage ich mal, als die Banken, als diejenigen, die da mittendrin sind, ist, dass erstens Sachen zu Ende gebracht werden, geschaut wird, was ist wirklich notwendig, was ist nicht notwendig. Dann, wenn man hinten dran feststellt, was die Implikationen der Regulierung sind, Lieblingsbeispiel im Moment ist, glaube ich, MiFID II, dass man dann auch mal die Chance und Gelegenheit nutzt, bestimmte Sachen vielleicht auch nochmal wieder anzupassen, wenn man feststellt, das war jetzt vielleicht nicht so passend, was man sich ausgedacht hat. Und das ist vor allen Dingen, und das ist für uns natürlich auch wichtig, dass es einfach europäisch einheitlich durchgesetzt wird. Also, dass es eben auch keine Unterschiede gibt. Also, es gibt ja immer das Thema der EU-Regulierung, aber dann auch eben noch die nationale Umsetzung. Und auch da, sagen wir, gibt es große Unterschiede. Und da wäre uns natürlich sehr dran gelegen, dass wir das einfach eine Vereinheitlichung haben und dass wir auch eine Konsolidierung haben, sagen, dass wirklich mal die Wechselwirkung festgestellt wird. Was passiert eigentlich und passt das eigentlich zusammen und sind die Auswirkungen eigentlich wirklich gleich auf die verschiedenen Institute und was macht das eigentlich mit den Kostenpositionen in den Instituten? Ich glaube, es ist total unbestritten, dass wir alle wollen, dass es sicherer wird und viele, viele absolut. Investitionen sind auch absolut richtig gewesen. Das kann man auch in den Debatten der letzten Wochen, Monate, bin ja für Compliance zuständig, wenn man sich das Thema Geldwäsche anschaut, dann war es absolut richtig, in diese Systeme rein zu investieren und das müssen wir auch weiterhin tun. Aber es muss natürlich einheitlich sein und es muss für alle ähnlich gelten. Ja. Stichwort MiFID, darf ich ganz kurz reinspringen, Frau Orlopp, als Beispiel für vielleicht nicht ganz so gut gemachte Regulierung, die überdacht werden sollte. Wenn ich jetzt aber mir mit Kollegen von Ihnen spreche, mit Ihnen wahrscheinlich auch, dann heißt es ja, für die Banken ist es schwieriger geworden, die Mitarbeiter sind verunsichert, die Kunden sind sauer, weil sie 1000 Sachen erfüllen müssen, aber die Kunden gehen jetzt viel öfter zum Berater als vorher. Naja, also wie das passt weiß ich das jetzt zusammen? Nicht. Also dann müssen Sie sich mal das anschauen. Das glaube ich, kann ich jetzt noch nicht unterschreiben. Also das haben mir Kollegen von Ihnen erzählt. Weil, also das so, wir ich brauchen, mir jetzt nicht ausgedacht. Wir brauchen keine Regulierung, damit die Kunden zu uns kommen. Wir können die auch proaktiv anrufen. Damit haben wir auch kein Thema. Was jetzt, sage ich mal, auch gerade auf Deutschland bezogen so ist. Wir haben jetzt, sage ich mal, ein Land, wo ohnehin Wertpapier immer noch skeptisch betrachtet wird und eine Regulierung, die dazu führt, dass eigentlich die Angst eher geschürt wird, als dass sie quasi besänftigt wird und wo es einfach so wahnsinnig kompliziert ist, das hilft halt nicht. Ja. Und von daher würden wir uns da sicherlich die ein oder andere Vereinfachung wünschen. Und ich glaube, die Kunden ist, ehrlicherweise auch. Ist ja zumindest angekündigt. Ja. Oder? Es gab ja, Herr Hoffmann, Sie waren bei dem runden Tisch dabei, glaube ich, der letzte Woche stattgefunden hat bei der BaFin. Runde Tisch zu MiFID. Ja, klar. Gibt es irgendwelche positiven Botschaften? Hier ziehen wir natürlich an einem Strang. Wir sind definitiv der Meinung, dass MiFID, MiFIR, PRIIPs vor allem auch in der Umsetzung dann zu Ergebnissen führt, die auch der Gesetzgeber wahrscheinlich nicht gewollt hat. Dass letztlich die Kunden sich von bestimmten grinst. Regulierungen, vor allem wie sie dann eben auch existieren, belästigt fühlt, dass der Kunde bestimmte Dinge ablehnt. Gibt ja diese Studie, Sie sind auch in diesem Safe-Institut, glaube ich, ja,
Beziehungsweise das war diese andere Studie war das ja. Wir hatten mehrere Studien jetzt. Safe Institute war über die Regulierung insgesamt. Vorher war es eine MiFID-Studie und das BMF erhebt jetzt auch nochmal im Rahmen einer Konsultation, hat erhoben bis zum 15. Also wir sind schon der Meinung, dass man diese Themen rund um die Anlageberatung noch einmal überprüfen sollte. Meine Frage wäre natürlich auch an den Gesetzgeber, den wir jetzt hier so partiell mit am Tisch haben. Gibt es eine Bereitschaft dazu des europäischen Gesetzgebers? Oder sind das alles Hirngespinste, die wir uns so machen und sagen, wir sind zwar total unzufrieden, aber in Brüssel und in anderen europäischen Ländern findet man das alles super. Wer der beiden, Herr Ferber, greift sich das Mikro? Ja, weil ich ja der Böse bin, der den MiFID verhandelt hat mal. Ja, jetzt kennen Sie das Gesicht, der war's. Die Wahrheit ist aber auch, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die Stimmungslage so war, dass es ich noch zufrieden bin, dass es nur so rausging. Ich hatte damals dem Barnier vorgeschlagen, das klingt jetzt furchtbar, eine horizontale Verbraucherschutzregelung zu machen. Was wir jetzt haben, ist die MiFID, die MiFIR, die PRIIPs, die USITS-Versicherung und die IDD. Und alle verlangen was anderes, zum Teil widersprechen sie sich. Und da müssen wir dringend dran. Und das heißt für mich natürlich in der nächsten Legislaturperiode eine Konsolidierung. Und da, weil die PRIIPs müssen wir sowieso überarbeiten, die ist ja grottig. Und ja, nein, Entschuldigung, die ist grottig. Es ist schön, das mal zu hören. Und ja, die habe ich nicht verhandelt, kann ich jetzt zu meiner Ehrenrettung sagen. Aber ernsthaft, weil sie dem Kunden keine Information gibt, sondern eine Nullinformation. Das ist wie, wenn ein Nussallergiker auf seinen Cornflakes liest, kann auch Nuss enthalten. Ja, damit können sie nichts anfangen. Also das Produkt kann auch total ausfallen, ist eine Nullinformation, was auf dem Key Information Dokument ja bei jedem Produkt mittlerweile draufsteht, damit man abgesichert ist. Nur mal so ein banales Beispiel zu benennen. Also ich rate dringend dazu, und das werden ja Themen sein, die nach der Europawahl mit einer neuen Kommission zu verhandeln sind, dass wir hier eine Konsolidierung im Verbraucherschutz erreichen, die den Kunden informiert hält, aber nicht uninformiert, indem ich ihn erschlage, die aber es auch möglich macht, dass in einer dauerhaften Nullzins- oder Niedrigzins-Ära, in der wir uns ja wohl bewegen, auch für den Kleinanleger der Zugang zum Kapitalmarkt etwas attraktiver wird, damit er auf seiner Sparte noch gewisse Renditen erzielt, die er mit festverzinslichen Papieren einfach nicht erreichen kann. Also da sollte man schon ein gemeinsames Interesse haben, dass man auch den deutschen Sparer ein bisschen stärker auf den Kapitalmarkt bringen und da darf Regulierung einfach nicht dagegen stehen. Also falls der Wähler mich wieder ins Parlament schickt, würde ich gerne mit einem zukünftigen Kommissar/Kommissarin in dem Bereich auch verhandeln, zu einer Konsolidierung im Verbraucherschutz zu kommen, damit es überhaupt administrabel ist. Nehmen wir so mal auf. Da darf man auch applaudieren. Ich habe noch 3-4 große Stichworte auf meinem Zettel und gucke auf die Uhr. Herr Dröger, mit Sicherheit liegt es ja auch daran, dass wir sehr viele Institutionen haben, die inzwischen regulatorische Vorschriften machen. Wie bewerten Sie das? Wie bewerten Sie jetzt die Stärkung einer EBA beispielsweise auch in Sachen Geldwäsche, wie wir es gerade angesprochen haben? Denn von meinem Gefühl her, und man hört das auch von anderen, übernimmt ja eine EBA immer mehr eigentlich Aufgaben der klassischen Standardsetzer wie eines SSM, wie den nationalen die nur noch Erfüllungsgehilfen, in Anführungszeichen ganz grob gesagt, Herr Löber, seien Sie mir nicht böse, sind. Ist das nicht eine Gefahr? Ist das nicht ein Risiko? Also eine Sache ist ganz wichtig, Frau Orlopp hatte das auch schon angesprochen, wir haben auf der einen Seite die Regelsetzer, die tatsächlich regulieren und dann haben wir natürlich vor allem auch die Aufsichtsbehörden, die anwenden. Und ich glaube, die Proliferation der Institutionen, die wir sehen, ist tendenziell eher auf der Ebene der Aufsicht mit all den Problemen, die das birgt, weil sie auf die Art und Weise nämlich nicht nur bei der Rechtssetzung, sondern vor allem auch bei der Rechtsanwendung permanent Schnittstellen haben zwischen der nationalen und der supranationalen Ebene, wo sie Informationen austauschen müssen, wo die Behörden miteinander zusammenarbeiten müssen und was nicht notwendigerweise dazu führt, dass das System friktionslos administriert
strukturiert wird. Wenn Sie konkret die EBA, neue Aufgaben für die EBA im Bereich der Geldwäsche ansprechen, dann ist relativ klar, dass wir hier wieder etwas sehen. Da muss jetzt eine Lösung her für ein offensichtliches Problem. Und überraschenderweise nimmt man sich jetzt eine Institution, die in diesem Bereich, EBA hat im Bereich Geldwäsche überhaupt keine Erfahrung, eine neue Aufgabe bekommt. Damit zeigt man eine gewisse Problemlösungsfähigkeit vorgetäuscht, aber ob das eine sinnvolle Lösung ist, kann man sehr stark bestreiten. Und das sieht man, das ist im Übrigen auch beim SSM ja in gewisser Weise so gewesen, dass sie die EZB, die eine geldpolitische Reputation hat, jetzt auf einmal mit einer Aufgabe, in der sie keinerlei Track Record hat, betraut. Ob das sinnvoll ist, weil sie zumindest mal immer auf diese Art und Weise Übergangsphasen haben, die dazu führen, dass sie möglicherweise eben auch Bremsspuren in der Effektivität des Systems haben. Und insofern sehe ich das ganz klar kritisch, insbesondere auch deshalb, weil ich nicht daran glaube, dass im Krisenfall die Kooperation zwischen den nationalen und supranationalen Ebenen wirklich funktioniert, weil hier dann eben doch nationale, fiskalische und sonstige Interessen im Vordergrund stehen, die das Ganze zumindest mal problematisch erscheinen lassen. Gut. Herr Hoffmann, direkt dazu. Die Reform der European Supervisory Authorities, habe ich gelesen, bleibt deutlich hinter den Forderungen der Kommission zurück. Wie bewerten Sie das? Also wir bräuchten im Moment keine Reform, um das ganz deutlich zu sagen. Das ist kein prioritäres Projekt für uns, dieser ESAS Review. Es ist für die Europäische Union, so habe ich das verstanden, ein, wie soll ich das sagen, symbolisch wichtig, Fortschritte zu erzielen. Aber wir waren mit der bisherigen Arbeitsweise eigentlich mehr oder weniger zufrieden. Wir haben im Bereich vor allem von ESMA, muss ich sagen, und da hat Herr Ferber eine sehr, sehr positive Rolle gespielt, Übertreibungen im Zaum zu halten. Mit ESMA hatten wir immer wieder Konflikte, was so sagen wir mal, neue Guidelines anging. Hier gab es ja die Möglichkeit einer Art Selbstmandatierung von ESMA. Also wenn im Regelungstext eine Lücke schien, dann hat ESMA die häufig belegt. Das wird sich in Zukunft ändern, solche Dinge. Wenn also im Level 1 Text keine Regulierung vorgesehen ist, dann muss das künftig notifiziert werden. Das ist eindeutig positiv. Ansonsten die anderen Themen, Finanzierung, ja, da war ja von der Kommission angedacht, dass direkte Finanzierung durch die Industrie erfolgte, halte ich eindeutig für negativ. Wir sehen, wozu das führt. Das sind explosionsartige Zuwächse in den Budgets. Diese Governance-Diskussion, ein Executive Board versus eines Management Board, wie viele Vertreter von nationalen Aufsichtsbehörden, das ist etwas, was die Banken nicht so primär interessiert, außer die Machtbalance verschiebt sich grundsätzlich zwischen nationaler Aufsicht und dann diesen ESAs. Aber ich sage mal, insgesamt würde ich sagen, das Thema wird ja jetzt noch endverhandelt. Ob das diese Woche noch klappt oder nicht klappt, scheint offen. Da müssen Sie die Herren vom Europäischen Parlament fragen. Ich kann das nicht einschätzen. Herr Simon? Also wir hoffen... Kollegen Ferber vielleicht fragen. Ja, ich meine, man hoffen, wir hoffen bis zum Schluss. Allerdings, ich versuche, dass jeder seine Redezeit kriegt. Allerdings müssen wir uns alle vor Augen führen, dass sich hier die Zeit des jetzt aktuell noch tagenden Parlaments dramatisch schnell dem Ende zuneigt. Wir haben noch bis in den April Sitzungen. Wir haben im April noch eine Plenumswoche, in die man hinein kann. Und wir haben eine überschaubare Anzahl von, Markus, korrigiere mich, zwei oder wie viele Ausschusswochen sind das noch? Sind es vielleicht noch zwei Ausschusswochen? Und das war's dann schon. Also entweder es geht jetzt ganz schnell oder es geht gar nicht mehr in dieser Legislatur. Bitte. Wenn Sie gestatten, kurze Ergänzung. Also es gab schon ein paar Notwendigkeiten bei der ESA Review, weil wir uns schon mit ein paar Fragen ernsthaft auseinandersetzen müssen. Wenn Google eine E-Bank-Lizenz in Litauen beantragt, mit dem Hinweis, da kriegt man das am schnellsten, dann muss man schon drüber reden, ob wir solche Drittstaatenzulassungen nicht vereinheitlichen. Ich wüsste Ihnen noch übrigens eine, wo Sie es noch schneller kriegen. Auf einer südlichen Mittelmeerinsel. Aber das kann es nicht sein.
und deswegen, ja, besteht aus zwei Inseln, beide bewohnt. Aber ich sage nicht, wie das Land heißt. Und, ja, wir schmunzeln alle, aber das kann es nicht sein, weil am Ende sind die dann Zugelassene für den europäischen Markt nach heutigem Recht. Nur mal so ein Problem auch zu beschreiben. Also es gibt schon Handlungsbedarf. Und bitte nehmen Sie mit, nicht alle Mitgliedstaaten sind so gut ausgestattet wie die Bundesrepublik Deutschland mit Deutscher Bundesbank und BaFin, was Aufsichtsfragen betrifft. Ja, die Deutschen leiden immer drunter, aber wir haben auch einen Vorteil draus, weil wir ein bisschen mehr Stabilität haben. Deswegen und bis hin zur Finanzierung, es gibt ein paar Dinge zum Lösen, aber ich gebe Ihnen recht, das Thema Geldwäsche. All die Fälle, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten, hat auch die nationale Aufsicht nicht erkannt und die wird auch die EBA nicht erkennen. Aber die Frage war, bauen wir uns jetzt nochmal eine neue Institution, streiten wir nochmal mit den Mitgliedstaaten, wo wir die ansiedeln, um die saubere Lösung hinzukriegen, oder vielleicht gelingt es doch, dass hier ein Erkenntnisgewinn am Ende entsteht. Es ist mit sehr heißer Nadel gestrickt, ich gebe Ihnen da völlig recht, Herr Dröger. Streit im Parlament muss ich zulassen. Ja, aber also ich glaube, wichtig ist, wenn ich jetzt auch das Thema Geldwäsche nehme, bin da gar nicht so skeptisch mit der EBA, solange sie Standardsetzer ist und aufpasst, dass die nationalen Behörden das dann auch tatsächlich umsetzen. Das ist ja eines der Themen. Es ist ja weniger so, dass wir nicht nationale Behörden haben, aber es gibt eben die einen, die es deutlich stärker und strikter umsetzen als die anderen. Und das ist etwas vielleicht, was auch eine Aufgabe der EBA sein kann. Ja, also von daher bin ich da gar nicht so skeptisch drauf. Vereinheitlichung europaweit wäre hilfreich. Dafür würden wir natürlich auch plädieren. Ich sage gleich mal ein Stichwort Umsetzung. Basel III, jetzt kriege ich wieder Haue gleich. Umsetzung Basel III. Wird ja auch befürchtet, dass die Deutschen es wieder sehr, sehr genau nehmen werden. Fürchten Sie, dass hier wieder das Level Playing Field eben nicht so ganz mehr vorhanden sein wird danach, weil andere es eben etwas laxer umsetzen? Wie kann das? Also unsere Erwartung ist natürlich, dass das Level Playing Field da ist. Die Erfahrung ist eine andere. Es gibt ja auch dazu jetzt einfach die Analysen, was die Effekte sind. Ich glaube, wir machen da relativ klar unsere Meinung und für uns ist das natürlich schon auch sehr, sehr wesentlich. Von daher ist das jetzt erstmal nur das Werben dafür, dass man wirklich aufpasst, dass es einheitlich umgesetzt wird. Ja. Mehr kann man dazu eigentlich im Moment nicht sagen. Herr Simon, direkt dazu? Ja, wobei so die einheitliche Umsetzung auch wiederum erfordert, dass wir Gedanken, die wir jetzt bei der jetzigen CRD-CRR-Regelung gefunden haben, auch fortführen bei Basel III-Finalisierung oder böses Wort Basel IV-Abschluss. Ein Insider. Und was meine ich damit? Wir haben es geschafft, vorhin wurde es angesprochen, Proportionalität reinzubringen bei der jetzigen Regelung. Und die haben wir übrigens nur geschafft, weil wir da parteiübergreifend vorangegangen sind, auch als Deutsche alle an einem Strang gezogen haben. Und gerade Markus Ferber hat viele Amendments in dieser Richtung geschrieben, Änderungsanträge, die sehr hilfreich waren, das im Parlament breit mit breiten Mehrheiten durchzubekommen. Wir haben das beim Marktrisiko hinbekommen, spezielle Regeln der Proportionalität noch zu schaffen. Wenn ich mir jetzt anschaue, was noch offen ist, dann muss man schauen, dass man das hier fortsetzt, zum Beispiel im Bereich des Kreditrisikos. Also, dass wir hier Vereinfachungen schaffen für kleinere, regionale, risikoarme Banken und dass wir langfristig bei allen Regulierungen und als nächstes auf der Tagesordnung genau dieser Punkt dazu kommen, dass wir ein Verständnis entwickeln, dass Single Rulebook nicht heißt und Level Playing Field nicht heißt, dass alle Regeln einheitlich auf alle anzuwenden sind, sondern alle eines Typs, um einheitliche Auswirkungen auf alle letztendlich zu erzielen. Wenn wir diesen Grundsatz schaffen zu etablieren, zum Beispiel bei der Finalisierung von Basel III in der Fortführung des jetzt Geschaffenen, ich glaube, dann sind einen großen Schritt weiter. Ich darf bei Proportionalität bleiben. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, deswegen muss ich furchtbar springen jetzt. Bankenpaket, wir haben es gerade gehört von Herrn Seisens, auch von Herrn Löper, ist es klar definiert, was eine kleine und nicht systemrelevante Bank ist. Wie schaffen wir es, Klippeneffekte zu verhindern, dass eben jetzt genau eine Bank 5,1 Milliarden Bilanzsumme hat? Die werden Sie überhaupt nicht verhindern können. Die werden Sie wirklich überhaupt nicht verhindern können. Sie werden immer an dieser Stelle eine Bruchstelle haben. Die Frage ist nur, wo diese Bruchstelle liegt. Man hat sich jetzt, ich mache mir eine ganz andere Sorge, auf 5 Milliarden festgelegt. Ich hatte ursprünglich vorgesehen, hatte das aber im Parlament auch so nicht durchbekommen, dass wir zu einer atmenden Lösung kommen. Ein Anteil des, ein Grundsockel, 1,5 Milliarden, wie von der Kommission vorgeschlagen, plus dann einen relativen Anteil am Bruttoinlandsprodukt, dass die Schwelle, was klein ist, in Malta,
mit 10 Milliarden GDP anders betrachtet wird als Deutschland mit 3.300, weiß Gott irgendwas, Milliarden GDP. Und für uns hätte das alles den Vorteil gehabt, dass wir mit Zunahme des GDPs weiterhin ein Anwachsen dieser Schwelle hätten und nicht uns in 5 oder in 3 Jahren vielleicht sogar schon wieder mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, was ist eigentlich klein? Aber Cliff-Effekte als solche, die werden Sie immer haben. Das ist gescheitert. Herr Hoffmann, Sie hatten neulich auf der Pressekonferenz gesagt, in Japan gibt es 5 oder 6 verschiedene Kategorien. Also ich glaube, wir haben hier 2 Themen. Das eine Thema, ich finde, da hat Herr Simon tatsächlich den besseren Vorschlag gehabt, einer atmenden Größe, und zwar atmend mit dem BIP zum Beispiel. Also irgendeine Bezugsgröße, die die Größe der Gesamtwirtschaft wiedergibt. Denn es ist klar, dass in Litauen eine Bank, die gleich große Bank wie in Deutschland möglicherweise systemrelevant ist und bei uns gar nichts. Also ist unerheblich. Aber das andere Thema sind diese Klippeneffekte, die Sie ja angesprochen haben, Otto. Das heißt, was passiert, wenn eine Bank geringfügig diese Grenze überschreitet? Ich glaube, einerseits hat der Gesetzgeber ja schon da selbst eine Sicherung eingebaut. Soweit ich weiß, muss man es 4 Jahre lang überschreiten. Das ist also nicht bei kurzfristigen Überschreiten dann schon rein und raus oder wie auch immer. Oder dass diese volle Härte des Gesetzes droht. Also man kann das abschätzen. Jede Bank kann das auch abschätzen. Aber in der Tat wäre ein gleitender Übergang besser gewesen. Und die Frage ist schon, ob man sich Modelle, wie sie in Japan, in der Schweiz vorherrschen, wo man mehr Klassen hat. Ich sage gar nicht, wie viele, aber diese Klippeneffekte bleiben ein Thema der künftigen Regulierung. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch einen Spielraum dafür, auch dieses Thema nochmal zu adressieren. Aber zunächst einmal möchte ich sagen, wir bedanken uns außerordentlich bei der Deutschen Bundesbank, bei der BaFin, bei den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, Herrn Simon, ganz speziell Herrn Ferber, die geholfen haben, diese Regelung durchzubringen. Und wenn Sie den Vortrag von Herrn Löper aufmerksam gehört haben, hat er an manchen Stellen gezuckt und gesagt, eigentlich ist das schon viel zu viel. Aus unserer Sicht ist es natürlich nicht viel zu viel, aber die Aufsichtsbehörden haben teilweise dann schon ein bisschen kalte Füße bekommen. Das war noch nicht ganz das Schlusswort, auf euch furchtbar lieb klang. 2 schnelle Fragen habe ich noch. Frau Urlaub, Thema Nachhaltigkeit, Sustainability haben wir gerade gehört. Es gibt noch keine eindeutige Taxonomie, aber es wird auch aufsichtsrechtlich immer weiter vorangetrieben. Ist das für Banken überhaupt richtig zu erfüllen, sage ich jetzt mal? Sie können ja nicht von heute auf morgen sagen, wir finanzieren keine Autohersteller mehr, wir finanzieren keine Energiekonzerne mehr, weil Braunkohle ist schlecht, Diesel ist schlecht und so weiter. Also wie steuern Sie das quasi wirklich im täglichen Geschäft mit Blick auf das Kreditrisiko? Ist gar nicht, dass die Banken selber nachhaltig sind, weil ihr alle tolle Fassaden habt und Energie spart. Aber wie steuern Sie das wirklich im Geschäft? Na gut, das machen wir in der strategischen Debatte, die wir auch natürlich immer abhängig davon machen, wie jetzt, sage ich mal, auch die gesellschaftliche Diskussion zu den Themen ist. Und wir gucken uns das schon an. Wir haben natürlich auch zu den diversen Themen Richtlinien. Es gibt auch bestimmte Sachen, die wir auch heute schon nicht machen. Waffen und so weiter. Und das entwickelt sich eben weiter. Unser Wunsch dabei ist natürlich, dass wir, das ist ein wichtiges Thema, Sustainability, also von daher wünschen wir uns da eben auch natürlich auch Aussagen, was da zu tun ist, aber auch da natürlich die Bitte, nicht in eine totale Überregulierung wieder reinzugehen und es wieder wahnsinnig kompliziert zu machen, sondern so, dass es auch handhabbar ist für die Banken. Das gilt für die Kleinen wie für die Großen. Vielleicht zu dem Thema Klein und Groß. Bei bestimmten Sachen ist meines Erachtens dieses Thema der Verhältnismäßigkeit absolut angebracht. Unser Wunsch als Vertreter der Großbank wäre natürlich auch, dass bei manchen Sachen sollten immer auch die gleichen Regelungen gelten, weil da darf man dann auch nicht vergessen, dass wir eben zum Teil eben auch im Wettbewerb stehen und dass unsere Kunden doch zum Teil echtes Unverständnis haben, dass wir mit bestimmten Anforderungen rausgehen und die dann sagen, und die nächste Bank, die bei uns ankommt, hat es nicht, was es auch nicht einfacher macht. Also von daher, da wäre meine Plädoyer schon, auch immer gut zu differenzieren, bei welchen Regelungen man zwischen klein und groß unterscheiden muss und bei welchen nicht. Die Kommission hat sich bislang gedrückt, klar festzulegen, gibt es nun einen Abschlag auf grüne Finanzierung oder einen Aufschlag auf braune. Ist das richtig aus Ihrer Sicht oder würden Sie sich hier wünschen, dass es doch klare Vorgaben oder klarere Vorgaben gäbe?
Also aus meiner Sicht sind wir da noch überhaupt nicht so weit. Da würde ich mal sagen, müssen die Diskussionen auch deutlich weitergehen und auch das Bild sich weiter festsetzen. Was können wir eigentlich machen? Wie können wir es machen? Ich fände es total verfrüht, das jetzt zu tun. Ja. Gut. Genau, Sie gucken auch schon auf die Uhr. Sie haben nämlich gesagt, Sie müssen alle pünktlich weg. Einen, Herr Färber, Herr Simon, Frage an Sie noch. Digitalisierung, mit einem Wort will ich es erwähnen. Reicht der Instrumentenkasten, den der Gesetzgeber im Moment hat, aus? Es gibt ganz viele Diskussionen um Steuer und solche Dinge, aber jetzt mal, reicht der Instrumentenkasten aus, um künftig einen guten, einen vernünftigen, einen richtigen Umgang von Innovation und Risiko zu gewährleisten? Oder muss hier deutlich nachgebessert werden? Also kann man all das erfassen, was künftig riskant sein kann mit dem heutigen Rahmen, oder brauchen wir hier deutlich andere Regeln? Natürlich auch mit Blick auf die großen GAFAs. Herr Simon nickt, dann schön, dass ihr das untereinander ausmacht. Regulierung passt sich ja immer den Verhältnissen an. Insofern wird man nie sagen können, das reicht jetzt auf alle Ewigkeit, egal welche Entwicklung an dieser Stelle kommt. Und wenn Sie Digitalisierung sprechen, das ist ein riesenbreites Feld. Aber ich möchte nur ein Stichwort, Ja, so, jetzt stellen wir nur ein Stichwort, ebenfalls, wie Sie sagen, mit zwei Worten in den Raum. Blockchain und gestern Kryptowertpapier, erstes direkt gehandelt, so. Das ist eine riesige Chance, wenn wir es nicht zu viel Regulierung kaputt machen, aber wir müssen es auch in die richtigen Bahnen lenken. Also werden wir zum Beispiel in diesem Bereich durchaus Regulierung brauchen, aber es muss gute Regulierung sein, die Sorge dafür trägt, dass wir in Europa nicht ins Hintertreffen kommen im Vergleich zu den USA beispielsweise. Also zunächst mal haben wir ja mit der PSD2 versucht, ein Level Playing Field zu schaffen. Banken stöhnen, die Fintechs stöhnen auch, also haben wir es wohl gleich gerecht getroffen. Ja, nein, es ist ein Level Playing Field und darum ging's. Und die PSD2 hat damit durchaus Dinge ermöglicht, aber hat auch die Rechte der Banken gesichert. Für den Verbraucher den Datenschutz. Ich will mal nur darauf hinweisen, Alibaba Bank ist eine der erfolgreichsten Banken mittlerweile, die ihre Kunden so brutal durchleuchtet, dass sie Risikoprofile machen können, wie ich es nicht will, dass es in der EU je möglich ist. Nur mal so ein Problem auch zu beschreiben, Stichwort Datenschutz und Umgang mit Daten, die einer Bank über Finanzverhalten auch zur Verfügung stehen. Also da müssen wir schon auch einen europäischen Weg finden, wo wir uns nicht überrollen lassen dürfen, was von anderen Seiten kommt. Und bei dem ganzen Bereich Tokens, Kryptowährungen, sage ich Ihnen ganz offen, die gehören eigentlich in die Schublade Finanzinstrumente rein, damit sie Mindestanforderungen an Verbraucherschutz, Mindestanforderungen an Information, wer steckt dahinter, was ist das Geschäftsmodell, und auch Mindestanforderungen, was die Umtauschbarkeit betrifft, erfüllen. Weil es ist leicht, reales Geld in Kryptowährungen zu investieren. Es ist sehr schwer, Kryptowährungen wieder in reales Geld zu transformieren. Und ich denke, das sind drei Mindestanforderungen, die müssen einfach erfüllt sein. Und da sind wir mit der Kommission in Gesprächen, da hinzukommen. Herr Hoffmann hat sich schnell noch gemeldet. Ja, ganz schnell. Ganz kurz bitte, genau. Herr Professor Wörmeling hat ja heute Morgen gesagt, Fintechs sollen künftig nicht mehr als Aliens angesehen werden. Ich glaube, das ist jetzt schon erreicht. Aber wo wir eine offene Flanke haben, ist der Zugang zu Plattformen unter dem Stichwort Open Banking, finde ich, brauchen wir eine weitere Diskussion. Wir brauchen eine Diskussion, wenn die Banken ihre PSD2-Schnittstelle öffnen für alle möglichen Anbieter. Wieso müssen nicht auch große andere Anbieter wie Amazon, Google, Netflix, Facebook und so weiter ihre Schnittstellen für die Banken öffnen? Diese Diskussion, glaube ich, die steht uns Europa noch bevor. Ein ganz bisschen zu früh. Ich nehme mit, wir müssen einen europäischen Weg finden. Man kann ihn gemeinsam finden. Und ich sage, liebe Frau Orlopp, meine Herren, herzliches Dankeschön.